Hallo Leute, und weiter geht's mit Ghost of Tsushima. So wie versprochen, wir wollten ja jetzt mal schauen. Mein Controller ausgegangen. So, da ist er wieder. Wir wollten ja mal schauen, ob wir hier runterkommen zu Jins Reise. Und auf dem Weg dahin natürlich ein paar Fragezeichen mitnehmen, alles was es halt so gibt. Ein bisschen schauen, dass wir unsere Charaktere ein bisschen hochpushen. Und erstmal schauen, wo sie lang geht. Ja, die Richtung sieht gut aus. Dann gehen wir mal die Richtung. Wir haben ein bisschen zu Fuß unterwegs. Dann können wir noch ein bisschen Mats einsammeln, wenn wir dann was sehen. Knallt denn hier so, Mensch? Gewitter! Gibt es auch schon wieder irgendwelche Quests oder so? Schauen, was die hier will. Kennt ihr die Geschichte von Tadayori, mein Herr? Ich kenne den Namen, doch nicht seine Heldentaten. Man glaubt schon lange, dass Tadayoris Rüstung ihm große Macht verlieh. Und es verheerend wäre, wenn sie in falsche Hände fiele. Das darf ich nicht zulassen. Erzählt mir mehr von dieser Geschichte und der Rüstung. Der Musikant Yamato kann euch da helfen. Er erzählte mir die Legende in Asamo, am Fluss, der den Ort von Tsuzu trennt. Asamo, da sind wir doch eh auf dem Weg dahin, oder? Ja, genau. Ist eh hier runter. Okay, das passt. Kannst das Zeug ein bisschen mitnehmen. Schau, ob es hier was gibt. Bambus. Können wir hier ein bisschen am Meer entlang gehen? Hier gibt es irgendwie versteckte Höhlen oder sowas. Scheint nicht so zu sein. Aber hier geht es auf jeden Fall hoch. Hoch da mit dir, Jin. Okay. Vielleicht sehen wir irgendwelche Tiere oder so. Wir brauchen ja Felle auch noch zum Upgraden. Oben ist auf jeden Fall schon mal eine Blume. Aber Tiere siehst du hier gar nicht so viel, muss ich sagen. Was ist das für eine Burg hier? Wieder komplett vom Weg ab. Zerstöre das Holzfällerlager. Okay. Zeigt mir, was ihr könnt. Scheinen einige Gegner zu sein. Das
der sich einfach... Verstehe nicht. Oh. Schwierig. Warum hauen die denn so viel Schaden rein? Ich verstehe das nicht. Stellt euch und kämpft! Vorher nicht so viel Schaden reingedrückt. Du blödes Vieh. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen meucheln können. Alter! Was ist denn da, Mensch? Aventur, Piaz mit Tu, Autanik. Jemarneg, Jemharu. Augen auf!
Wo schießt denn der? Ich bräuchte ein bisschen Material. Ein Kunai. Der kommt zum Tempel. Nein! Oh, jetzt war ich schon so weit, Mensch. Jetzt geht der Krampf wieder von vorne los, oder? Thank you.
Ja, er trifft mich von hier. Sorry, wenn ich so ein bisschen leise bin, aber ich bin komplett konzentriert. Ah, das schaffen wir noch nicht. Ich glaube, da bin ich einfach noch zu schwach, Leute. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich würde dir ja gern ein bisschen meucheln oder so, aber irgendwie... Irgendwie stelle ich mich zu blöd an. Schalte den Lagergeneral aus. Das Zeug mal mit hier.
Schauen, wo die Penner sind, ey. Oben steht einer. So werden wir siegen. Okay, hier ist einer. Liegt hier im Haus oder was? Wer stellt sich mir zuerst? Alek Bocic, hierin, Herr Fancy, Sandra. Hurra! Nein! Och, okay. Den Kunai machen können. So eine Scheiße. Okay, aber wir haben schon trotzdem einiges jetzt in dem Lager gemacht. Alter, das wäre gar nicht so einfach.
Gott sei Dank. Da müssen wir mit Tricks arbeiten hier. Oh, schwere Geburt, ey. Wahnsinn. Okay, bräuchten wir noch zwei Banner. Spannend, ob wir noch Gegner sind dann. Schauen wir, dass wir auf jeden Fall noch einiges mitnehmen können. Ich weiß nicht, wie ich sind mit dem Anführer. Wenn der down ist, sind dann auch die anderen Mobs down. Okay. So einen komischen Wagen zerstören. Da war ja damals beim ersten Mal, wo man so einen Wagen zerstört, da war ja dann auch ein Endboss drin. Das machen wir gleich, aber ich schaue mir jetzt erstmal hier ein bisschen um. Alles mitnehmen. Okay, dann machen wir das hier. Okay, kommt gar kein Boss. Zerstöre das Holzfällerlager. Deine Legende wächst. Ein bisschen mehr Gesundheit, sehr schön. Technikpunkt verdient. Neue Techniken verfügbar. Schauen wir doch mal. 2 Punkte aktuell. Kampfhaltung.
Schaut, glaube ich, auch nicht schlecht aus. Fließende Schläge. Oh, da kann ich mich schon wieder nicht entscheiden. Da warte ich, glaube ich, noch auf das hier. Ah, hier kann man Fallschaden reduzieren. Okay, oh. Machen wir, glaube ich, das mal hier. Gut, da müssen wir eh langsam schauen, was wir alles machen. Neue Geistwaffe öffnet das Menü. Ach du, er will eine neue Geistwaffe. Ach so, statt den Kunai dann praktisch, oder wie? Schwarzpulverbombe. Mal das hier. Wenn ich das Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe. Ach du Scheiße, L2 mal auszuwählen. Okay, das probiere ich jetzt nicht, wieder habe ich plus 2. Ah, okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Folge. Und wir starten in der nächsten Folge natürlich und gehen weiter den Weg darunter, wo wir vorher markiert hatten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, war ein bisschen lang, lebe ich jetzt mit diesem blöden Lager da, aber er hilft da leider nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.